Hallo YouTube und willkommen zum nächsten Video. Eben auf Twitter und bei Google Plus wurde ich ja von euch schon gelünscht. Ich habe hier ein brandneues Samsung Galaxy S3 und es liegt schon einige Tage lang bei mir rum. Sorry, WLAN-Repeater und Webcam haben mich etwas mehr in Beschlag genommen als geplant. Aber gut, gucken wir uns das Ding jetzt mal an. Schick ist hier die weiße Verpackung, erinnert mich doch ein bisschen an Apple. Ja, es ist die weiße Version. Auf der Rückseite wird uns schon etwas über das Gerät verraten. 16 GB interner Speicher, HSDPA 21 MPS, Edge GPS, bis dahin alles normal. Jetzt hier unser Quad-Core-CPU mit 1,4 GHz, Full-HD-Recording und Playback, 4,8 Zoll HD Super AMOLED-Display, GPS sowieso, 8 Megapixel Rückseitenkamera, 1,9 Megapixel Frontkamera und der Akku hat 2100 mAh. Natürlich kommt das Ding, das steht jetzt hier lustigerweise nicht drauf, noch mit NFC. Gut, dann packen wir es mal aus. Und hoffentlich reicht das. Und wir... Ja, komm schon. So, da sind wir auch schon. Uiuiui, sieht schon schick aus. Hier kriegt man direkt nochmal den Aufkleber präsentiert. Super AMOLED, Quad-Core, NFC. Dann weiße Version, wie gesagt. Vorne Helligkeitssensor, Frontkamera und noch was. Oh, da bin ich aber mal überfragt. Wir haben einen Hardware-Knopf an der Unterseite. Rechts den Einschalter. Links die Lauter-Leise-Wippe. Oben Mikrofon, Headset und unten den Micro-USB-Anschluss. Rückseite natürlich auch weiß. Die tolle Kamera und 1-2 Blitze sogar. Uiuiui, also da bin ich ja mal gespannt. Fühlt sich sehr leicht an. Ich behaupte mal, der Akku ist noch nicht drin. Dann, was bieten wir uns noch? Oho, Päckchen und dahinter nochmal mit dem Bändel versehen. Garantiekarte. Startguide. Nee, oder? Oh. Unser bekanntes deutsches Käseblättchen macht sogar jetzt Werbung hier in den Dingern. Ich breche ab. Ich bin ja diese Werbedinger bei Amazon-Paketen gewohnt, womit man dann zugeschüttet wird. Aber jetzt schon in den Smartphone selber. Oh. Gut, gucken wir weiter. Dann ganz viele austauschbare Kopfhörer-Schutzdinger. Die sehen aus wie In-Ear-Dinger. Was haben wir denn hier? Passend zur weißen Version auch weiße Kopfhörer. Das überrascht mich jetzt ja sehr. Wundert mich, dass Apple da nicht gegen klagt. Ich dachte, die haben auf weiße Kopfhörer ein Monopol, ein Patent, Geschmacksmuster oder sonst was ange. Naja, okay, ist dabei mit Fernsteuerung, lauter, leise, Stopp-Button. Aber dann Ladegerät, USB-Charger. An der Seite unser USB-Kabel auf, ja, Micro-USB, ja. Das haben sie jetzt in schwarz gehalten. Verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Den hätten sie ja auch noch weiß machen können. Und als letztes in der Verpackung unsere Batterie, unser Akku. Da steht auch nochmal 2100 mAh drauf. Sehr schön. Dann nehmen wir mal beides zusammen in der Hand. Und das ist trotzdem immer noch leicht. Fühlt sich auf jeden Fall vom Smartphone her klar, es wird ja dieses Plastik, die anderen sagen, nein, es ist hochwertiges Plastik. Es ist irre groß, wie ich wieder finde. Ich komme aber erstaunlicherweise wieder mal trotzdem noch an jede Ecke mit meinem Daumen ran. Gut, das sind jetzt hier natürlich trainiertes Smartphone-Gadget-Fingerchen, die ich hier habe. Erster Eindruck ist durchaus positiv. Das war es mit dem Unboxing. Ich finde, es hat sich gelohnt, allein, dass wir jetzt wissen, weiße Kopfhörer, Werbung dabei und der Eindruck vom Unboxing. Nächstes Video wird dann sein, Akku rein, SIM-Karte rein, hochfahren, einrichten und viele, viele Videos werden natürlich noch kommen. Würde mich freuen, wenn ihr euch die auch noch anguckt. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.